Ja, meine Freunde, das Starkregengebiet ist wieder zurückgekommen, wie man hier sieht. Es schifft und schifft und schifft. Es ist einfach Wahnsinn. Wie das runterhaut. Wahnsinn. Wir gehen mal raus, das müssen wir uns angucken. Ja, oh, hier stehen schon Pfützen, das ist ja heftig. Nicht gut für die Hochwasserregion. Was hier für Massen runterkommen an Regen, ist da heftig. Wahnsinn. Die Dachrinne kann es nicht hier mal erschleppen. So und so, welche Massen kommen hier runter? Wenn wir mal auf die Stadt gucken, da sieht man nichts mehr. Also da ist es richtig unglaublich, was hier für Massen runterkommen. An Wasser. So viel kann die Jane gar nicht aufnehmen. Ist wirklich Wahnsinn. Unglaublich, wie das gießt. Das lässt wieder ein bisschen nach. Dann kommt wieder der nächste Schwall. Der kommt immer von hier, von der Ostseite, wie man da sieht. Das ist verrückt. Wird ein richtig katastrophes Hochwasser werden. Vielleicht auch bei uns, keine Ahnung. Wahnsinn. Es ist wieder ein bisschen mehr, weniger. Jetzt geht es wieder los. Man sieht ja, was da im Wasser kommt. Angeflossen. Unglaublich, wie das gießt hier. Ist schon verrückt. Wenn ich gedacht, oh, jetzt sollen heute wieder 20 bis 50 Liter ungefähr runterkommen. Ja, sieht man sie richtig, ey. Es war drunter. Da drüben. Da hinten kommt Wasser. Da. Wahnsinn. Wie das hier runterhaut. Jetzt kommt der nächste Schwall. Fass es nicht. Jetzt geht's wieder los. Unglaublich, was hier für Regenmassen runterkommen. Geht wieder richtig los. Dann gibt es wahrscheinlich richtig viele Pilze.
kann ich mir denken. Wahnsinn. Abend für der nächste Schwall aus der Ecke hier hinten. Lange nicht mehr so eine Unwetterlage gehabt. Guck mal, wie das hier steht, das Wasser. Können wir noch richtig einziehen? Ist es schon, aber das ist schon zu viel drin wahrscheinlich. Wahnsinn. Unglaublich. Die Lage spitzt sich weiter zu an die Hochwassergebiete, an diese Unwetter. Also, die haben sogar Katastrophengebiete schon genannt. Ist der Wahnsinn. Wirklich. Das hat es wieder ein bisschen nachgelassen. Was hier für Wassermassen kommen, ist der Wahnsinn. Unglaublich, hier kommt der nächste Schwall bestimmt gleich. Sieht sehr langsam von der Adria kommt das angezogen, das Tief wieder. Da steht schon das Wasser. Der Wechsel steht noch, sondern du auch noch. Der nächste Schwall kommt. Später gucken wir da mal. Mache ich ein Foto, wie viel Liter ungefähr runtergekommen schon ist. Kommt der nächste Schwall, Wahnsinn. Als letzter, wo die Sirene losgegangen ist, Leute, da war kein Hochwasseralarm, sondern Unfall durch Starkregen, also trotzdem. Ein Unfall leider. Schwer verletzter leider. Kann man nichts dafür. Es ist so, dass die Wetterlage muss man beachten. Man muss vorsichtig sein. An der Elbe in Dresden wird auch schon bald. Wir haben heute Alarmstufe 1, dritte. Da wird in der Nacht vielleicht sogar die Zwiebel schon erreicht. Mal gucken. Die sagen sogar bis zu 4. Also 9,8 Meter sagen sie ungefähr, dritte. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Kann möglich sein. Jetzt geht's wieder los. Unglaublich. Schifft schon wieder. Nicht mehr normal, meine Freunde. Katze ist so runtergerannt.
Und das wird jetzt bis Montag oder bis Dienstag durchschütten. Die heftige Wetterlage hatten wir schon lange nicht mehr. Dafür werden dann aber die Pilze richtig schön in die Höhe schießen, weil der Mond jetzt wieder kommt. Ja? Hier drüben, kommt gleich. Ich komme gleich. Mensch, das haut runter wieder. Unglaublich. Geht's wieder los, ja? Nächste Starkregen. Gut, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Sag ich tschüss, euer Max. Beobachtet weiter die Unwetterlage. Das ist nämlich nicht ohne, was da in Österreich, Polen, Tschechien passiert. Und hier auch bei uns in Sachsen kommt das an, das Unwetter. Das haben wir ja schon lange. Jetzt ist die zweite Welle dran. Morgen kommt die dritte Welle und das ist Schluss. Dann wird wieder 25 Grad am Wochenende werden. Oder in der Woche. Mal schauen, was da noch kommt bei uns. Oder kommt wieder eine Unwetterlage? Ich halte euch auf dem Laufenden. Macht's gut, euer Max.